Ihr wisst ja, in Corona-Zeiten kann man die üblichen Veranstaltungen, wie man sie sonst in der sitzungsfreien Zeit im Sommer als Abgeordnete macht, nicht so super durchführen. Deswegen habe ich mir eine Alternative überlegt, setze mich mit gebührlichem Abstand in die Nähe von Abgeordnetenkollegen und unterhalte mich über bestimmte fachliche Themen und ihr könnt euch das dann später zu irgendeiner Zeit angucken. Heute freue ich mich auf Norbert Müller als Gast. Der ist auch aus Brandenburg, Abgeordneter im Bundestag, schon länger als ich, seit 2014. Bildungspolitik macht er schon seit 15 Jahren und in unserer Fraktion ist er Kinder- und Jugendpolitischer Sprecher. Ich bin netzpolitische Sprecherin der Linksfraktion, deswegen liegt es nahe, auch sich mit Schnittstellen dieser beiden Themenfelder zu befassen. Wir werden deshalb viel über digitale Bildung reden, aber auch über andere Themen, die irgendwie mit Digitalisierung, Kindern und Jugendlichen zu tun haben. Und wenn es an der einen oder anderen Stelle thematisch ausfranst, auch kein Problem. Wir sind da völlig frei. Ich freue mich, dass du da bist, dass Hallo, wir Anke. Auf eine andere Art und Weise mal miteinander reden wollen und können und würde eigentlich direkt mit dem Thema digitale Bildung einsteigen. Jetzt ist es ja keine Neuigkeit für, egal wer da jetzt zuguckt, festzustellen, mit digitaler Bildung ist es wirklich nicht weit her in Deutschland. Wir sind wahnsinnig weit zurückgefallen und eigentlich hat die Bundesregierung das ja auch irgendwann erkannt. Deswegen gibt es sowas wie einen Digitalpakt, der viel zu spät kam, aber immerhin auch schon vor mindestens 2 Jahren. Man hat beschlossen, 3,5 Milliarden Euro in dieser Legislatur noch zu investieren. Wie immer sind die Mäuler groß, aber die Realität hinkt dem Ganzen hinterher. Im letzten Jahr zum Beispiel sollten 700 Millionen Euro fließen für digitale Bildung im Digitalpakt. 1%, 7 Millionen haben es tatsächlich geschafft, in irgendeiner Art und Weise in digitale Bildung umgewandelt zu werden. Manche Dinge können damit gar nicht finanziert werden, Endgeräte für SchülerInnen zum Beispiel. Und jetzt in der Corona-Zeit, da haben wir alle gemerkt, wie schlimm das eigentlich ist und welche Folgen das hat. Das hast du doch bestimmt auch bei dir vor Ort in deinem Wahlkreis mitgekriegt. Was für Geschichten sind dir denn da begegnet? Ja, zum einen ist die Perspektive, die man sozusagen selber als Vater erlebt hat, mit einem schulpflichtigen Kind. Du hast ja 3 insgesamt, ne? Ja, 3, davon geht einer in die Schule. Und dann hast du gemerkt, das ist völlig sozusagen abhängig davon, ob du Lehrer hast, die extrem engagiert sind, die sich aus dem Stegreif versuchen, sozusagen Konzepte zu entwickeln, wie sie irgendwie digitalen Unterricht ermöglichen. Und du hast die halt Sonntagabend eine Mail mit 20 Arbeitsblättern geschickt haben an die Elternsprecherin und gesagt haben, mach mal was draus, ich weiß es auch nicht mehr. So, ich glaube, das ist nicht nur eine Frage der Verfügbarkeit der technischen Geräte, sondern es ist eben auch eine Frage von Kompetenzen, es ist eine Frage von Ausbildung. Mhm. Es gibt überhaupt keine digitalen Lernkonzepte. Die Vorstellung, die man im April hatte, war nach Ostern, die Schulen können es nicht wieder öffnen. Wir machen den Unterricht jetzt einfach zu Hause und sozusagen individualisieren das Problem. Aber Lernen ist ja ein kollektiver Prozess. Ja. Lernen ist in der Regel eben kein individueller Prozess, den ich alleine zu Hause mit mir machen kann. Und dann gibt es eine Vielzahl von Problemlagen, die mit verbunden sind, die hatten viele überhaupt nicht auf dem Schirm. Also die Frage der Endgeräte ist natürlich eins. Die Bundesregierung sagt jetzt, hat er so ein Programm aufgelegt und kann armen Familien über das Bildungs- und Teilhabepaket 150 Euro für den Erwerb eines Endgeräts geben. Jeder weiß, tolle Laptops für. Da kriegen die so richtig nichts für. Einen Drucker haben sie immer noch nicht zu Hause damit und auch nicht die Verbrauchsmaterialien, die sie brauchen. Aber warum statte ich sozusagen die Familien nicht finanziell so ausreichend aus, dass das geht? In Deutschland leben über 2 Millionen Kinder in Hartz-IV-Familien. Ungefähr 300.000 dieser Kinder haben noch nicht mal ein eigenes Kinderzimmer oder ein gemeinsames Kinderzimmer mit Geschwisterkindern. Das heißt, die schlafen im Wohnzimmer oder im Elternzimmer. Die haben auch gar keinen Arbeitsort. Ja? Also die haben sozusagen nicht das Endgerät, die haben keinen eigenen Arbeitsort und sie haben möglicherweise eine Schule mit Lehrern, die überhaupt nicht vorbereitet waren. Und Internet vielleicht auch nur über Mamas Datenvolumen, das nach einmal Hausaufgaben leer ist. Oder am freien WLAN in einer Shopping Mall irgendwo. Das ist alles nicht besonders. Also wir haben in der Kinderkommission des Bundestages, der ich angehöre, eine Anhörung gemacht mit Vertretern des Berliner Landesschülerrats oder Landesschülerausschuss heißt das in Berlin. Die haben uns berichtet, wie sozusagen Schülersprecher aus Schulen das zurückgemeldet haben. Und da ist es gerade aus den ärmeren Regionen ganz häufig so, dass Schüler signalisiert haben, hier gibt es zu Hause ein mobiles Endgerät und das ist das Smartphone der älteren Schwester, der Mutter, des Vaters und damit haben dann die abwechselnd irgendwie ihre Hausaufgaben gemacht. Ja, das ist auf der technischen Seite unbefriedigend.
Die Leute sind nicht dafür vorbereitet gewesen, auch Schüler sind darauf nicht vorbereitet gewesen. Ich muss ja auch so einen Tag neu strukturieren. Also was Erwachsene zum Teil nicht hinkriegen, das habe ich jetzt Grundschülern oder 10, 11, 12, 13-jährigen Kids übergeholfen, die eigenverantwortlich irgendwelche Pläne abarbeiten mussten. Ohne dass jemand sozusagen engmaschig da war und sie begleiten konnte, wie das im Lernraum Schule so geübt ist, wo ganz viel immer noch frontal stattfindet. Auf einmal waren die völlig auf sich gestellt, haben einmal die Woche irgendeine Mail gekriegt oder Aufgaben, die irgendwo hochgeladen worden sind und mussten damit umgehen. Dann braucht man nicht mehr darüber diskutieren, wo die Cloud geladen ist. Und das sind echt die Probleme, die am Ende sozusagen einer Kette von vielen, vielen Fragen, die unbeantwortet sind, stehen. Jetzt sind wir ja in Deutschland schon seit vielen Jahren traurig berühmt dafür, dass wir bei Bildungsungerechtigkeit besonders gut sind, was natürlich besonders schlecht ist. Das heißt, der soziale Hintergrund der Kinder hat einen besonders hohen Einfluss darauf, welche Bildungserfolge ich als Kind haben kann. Das ist doch jetzt noch viel schlimmer geworden, oder nicht? Nach dem, was du beschreibst, ist es doch offensichtlich wahrscheinlicher, dass ich in einem materiell besser ausgestatteten Haushalt ein eigenes Zimmer habe, ein eigenes Endgerät habe, ein richtiges Internet habe, einen Drucker habe und wenn ich irgendwie mit meinen Hausaufgaben scheitere, eher jemanden fragen kann in der eigenen Familie, der mir erklären kann, wie ich bestimmte Dinge im Internet finde, wie ich was hoch- oder runterlade, was jetzt nicht bloß ein Filmchen ist, sondern zum Beispiel eine Videokonferenzsoftware, die ich brauche, mit den Lehrern zu reden, falls es da sowas überhaupt gibt. Das kann doch sehr schlimme, sehr langfristige Folgen haben für diejenigen, die jetzt eh schon benachteiligt sind, oder nicht? Ja, klar. Und genauso ist es dann eben auch praktisch. Wir haben einen Freundeskreis der Familie, die vor einem Jahr entschieden haben, ihren Sohn auf eine private Schule zu schicken, weil sie mit der öffentlichen vor Ort so unzufrieden waren. Das ist ihre Entscheidung. Es gibt diese privaten Schulen, da kann man halt hingehen. Die haben ihr Kind da hingeschickt, die waren während der Corona-Zeit total begeistert, weil die Schule war sozusagen so ausgestattet, und da sind auch nur 8 Kinder in einer Klasse. Das heißt, ein Lehrer betreut auch was anderes. Man sagt immer, ja, diese vollen Klassenzimmer, wo der Lehrer vor 25 oder 30 Kindern steht, der hat die 25 oder 30 Kinder auch, wenn er sie sozusagen im digitalen Lernen im Homeoffice oder im Homeschooling begleiten soll. Und dann hat er seine eigenen auch noch zu Hause, häufig, ja. Die sind natürlich viel besser ausgestattet. Und natürlich wird da auch ein Schulgeld erhoben. Und natürlich ist es so, da sind halt eher Kinder von sogenannten bildungsnahen Elternhäusern, von Elternhäusern, die nicht arm sind. Arme Kinder findet man an diesen Schulen nicht, sondern die findet man an der öffentlichen Schule, wo eben, weil es vielleicht nicht das geilste Gymnasium ist vor Ort, wo die Kommune und wo es nicht die beste Lobby gibt, eben nicht so viel investiert hat als Schulträger, wo es überhaupt keinen Mitarbeiter für die IT gibt zum Beispiel. Ja, die gibt es ja fast nirgendwo. So, wo einfach die Schule die Ausstattung schon nicht hat. Und da ist einfach ein anderes Lernklima. Und dann sind das eben dieselben Familien, die in kleinen Wohnungen wohnen, die möglicherweise keine eigenen Kinderzimmer haben. Und wenn sie die haben, trotzdem keine geeigneten Lernorte, wo man in Ruhe mal auch lernen kann. Ja, wo es dann vielleicht noch 2, 3 Geschwisterkinder gibt, die haben auch Ansprüche. Das ist für viele eine totale Schocksituation gewesen. Und mein Eindruck ist jetzt zum Ende der Sommerferien, wenn wir nochmal in so eine Situation kämen, wäre gar nicht so viel anders als im April. Also die, wo man denkt, es hätte eine Lernwirkung gegeben und es hätte sich jetzt wahnsinnig viel verändert im letzten halben Jahr, das glaube ich nicht. Also mein Eindruck ist auch, dass es ganz extrem von der Schule abhängt und davon, was für eine Schulleitung man da hat. Auch von Rahmenbedingungen, die es vielleicht im direkten Umfeld einer Schule gibt. Mein Mann und ich, wir sind ja sehr lange schon engagiert für das Thema digitale Bildung bei uns in Fürstenberg an der Havel. Wir haben den Havel-Lab-Verein gegründet, den Verstehbahnhof da aufgebaut, was so eine Art digitales Bildungszentrum ist. Das konnte jetzt auch Wochen und Monate lang nicht arbeiten, hat aber zum Beispiel die Schulen dabei unterstützt, die völlig überfordert waren. Da gibt es auch gerade keine Schulleitung im Moment. Da musste also eine Schulleiterin aus dem Nachbarort unsere Grundschule mitbetreuen. Das macht man in so einer Krise nebenbei, hast auf einmal 2 Schulen an der Backe. Was so schon ein absoluter Vollzeitjob und eine Herausforderung ist, und die sind an ihre Grenzen gestoßen. Und da ist mein Mann eingesprungen, deren Aufträge wegen Corona alle ausgefallen sind, also er hatte Zeit. Und dann wurden Videokonferenzserver bei uns eingerichtet für die Schule, es wurden Nachhilfe quasi oder Weiterbildungsangebote für Lehrkräfte gemacht, dass die auch wissen, wie man das bedient. Jetzt ist er gerade dabei, mit der Schule ein Digitalkonzept zu entwickeln. Und diese 3,5 Milliarden vom Digitalpakt fließen ja unter anderem auch deshalb nicht ab, weil die bürokratischen Hürden, ans Geld zu kommen, so hoch sind. Jede einzelne Schule muss ein eigenes medienpädagogisches Konzept entwickeln, hat aber eigentlich gar nicht die ausgebildeten Fachkräfte dafür. Das heißt, das macht jetzt quasi mein Mann im Ehrenamt, damit die Schule in der Lage ist, überhaupt ein Konzept zu entwickeln, einen Antrag zu stellen, das bewilligt zu kriegen, die Beschaffung zu machen. Und klar, bis das durch ist, da sind noch mal ein paar Monate ins Land gegangen und
Wenn da jetzt in einer Woche die Schule wieder anfängt in Brandenburg, wird das da noch nicht da sein. Da werden also immer noch überwiegend Arbeitsblätter verteilt. Manche werden per Post nach Hause geschickt. Also es gab ja in der ersten Phase von Corona, zumindest in Brandenburg, ganz viele Lehrkräfte, die hatten nicht mal eine E-Mail-Adresse. Wie sollen denn die überhaupt mit Eltern oder SchülerInnen in Kontakt treten? Es gab keine sicheren Messenger, es gab auch keine Informationen irgendwo vom Bildungsministerium, das sagt, also diese Tools, lass mal lieber die Finger davon, also WhatsApp, Klassengruppe, keine gute Idee, sollte man nicht fördern. Da gibt es andere, die Datenschutz und Privatsphäre auch der SchülerInnen, ist eine besondere Verantwortung, die man da als Schule und Lehrkraft auch hat, besser respektieren. Aber diese simplen Handreichungen, was ist sinnvoller und was ist nicht so sinnvoll, ja, Zoom zum Beispiel sollte man für Videokonferenzen auf keinen Fall nehmen. Nicht nur, weil es Daten abgreift, sondern weil es immer mehr berichtete Fälle gibt, wo, wenn die Login-Daten irgendwie bekannt werden und bei größeren Gruppen, und das kann so eine Klasse ja auch mal schnell sein, flutscht es immer mal raus, da plötzlich Kinderpornografie eingespielt wird und was machst du denn dann? Also es ist ja eh schon der Albtraum. Aber da braucht es einfache, niedrigschwellige Weiterbildungsangebote für Lehrkräfte. Den ganzen Sommer durch hätten da eigentlich so eine Kurse stattfinden müssen, aber ich habe davon nichts mitgekriegt, dass es sowas gab. Verpasste Chance, ja. Ja gut, nur haben auch Lehrkräfte einen Anspruch auf Urlaub und das ist auch okay und viele haben den, glaube ich, auch gebraucht in der Mehrfachbelastung, die sie da ausgesetzt waren. Und ich glaube, man sollte auch niemanden individuell sagen, den Vorwurf machen. Die Leute sind darauf nicht ausgebildet gewesen, sie sind nicht vorbereitet gewesen und man hat über Jahre über digitale Bildung ungefähr so geredet, dass das sowas ist, wie das Klassenzimmer ins Kinderzimmer zu transferieren durch einen digitalen Tunnel. Aber es ist eben mehr, ja. Und unser ganzer Bildungsbegriff ist ja so fürchterlich antiquiert und funktioniert nicht. Als die Schulen wieder geöffnet haben im Mai und Hygienekonzepte erstellen sollten, da ging sozusagen die Debatte los, wie kann man das machen und was fällt dann alles weg und so. Aber was ich zum Beispiel überhaupt nicht verstanden habe, also gerade in Brandenburg, wo wir viele Schulen noch an kleineren Orten haben, die auch noch große Außengelände haben, wir haben wenig sehr große Städte, die massiv überbaut sind, sondern viel mit Freifläche, dann sollen die Kids rausgehen. Ja, man kann hier draußen. Man kann auch draußen super lernen. Ich brauche für viele Sachen noch nicht mal eine Tafel. Also gerade im Grundschulbereich, ich kann den kompletten Sportunterricht draußen machen, das sowieso. Ich kann den kompletten Sachkundeunterricht draußen machen. Ich kann übrigens auch Musik draußen machen, ist auch kein Problem. Ich kann Kunstunterricht draußen machen. Also es gibt doch sozusagen da in der Natur, im öffentlichen Raum, im Stadtbild, im Dorfbild so wahnsinnig viele Dinge, an denen ich lernen kann. Und ich kann endlich anfangen, interdisziplinär zu lernen. Ja, das ist ja das, dass wir so dieses Festhalten am Fächerkanon, dieses Festhalten an, das ist eine Disziplin, die wird abgehandelt, am Ende gibt es eine Note und davor gibt es einen Lehrplan. Und digitale Bildung heißt es das maximal, dass wir dafür sorgen, dass die noch auf ein digitales Endgerät ins Kinderzimmer kommt. Das kann nicht funktionieren. So, und da hätten ja sozusagen jetzt auch Chancen bestanden, einfach Sachen neu auszuprobieren. So ein paar vergrößerte Strukturen aufzubrechen, mehr an Projekten zu lernen. Und ich glaube, da gibt es durchaus bei Lehrerinnen und Lehrern, gerade die eher jünger ausgebildet sind oder mal Weiterbildung genommen haben, da gibt es auch das Interesse, das zu machen. Und im Land, aber auch in anderen Ländern, hat man den Eindruck, diese Bildungsbürokratie ist so verkrustet, das wird jetzt auch nicht von unten, wird auch nicht unterstützt, dass man sagt, geht raus, nehmt euch lieber ein Projekt vor. Entscheidend ist nicht, welche Note am Schuljahresende steht. Entscheidend ist, dass die Kinder sozusagen wieder angefangen haben zu lernen. Die lernen sowieso den ganzen Tag. Ja? Die Frage ist ja sozusagen nur, welche Lernziele ich damit verbinde und ob ich die erreiche und auf welchen Weg. So unendlich viel machen. Ja. Die können sich auch mal abends treffen, in die Sterne gucken. Aber selbst ein Mikroskop, ein Wassertropfen vom Bach nebenan, die Erde untersuchen, die Regenwürmer angucken, man muss die ja nicht mal sezieren. Also da gäbe es ja tatsächlich Besuch im Wald, Bäume analysieren, wie funktioniert der Wassertransport in der Pflanze. Eigentlich kannst du wirklich grenzenlos draußen Dinge tun und wahrscheinlich haben die Kinder sogar mehr Spaß daran, wenn sie das machen. Aber woran liegt denn das, dass wir in Deutschland da so verkrustet sind? Und ist unsere Lehrerbildung, auch die von Leuten, die jetzt gerade beim Studium sind, ist die so ausgerichtet, dass man auch ein bisschen kreativer und offener, auch unter Umständen digitaler, überhaupt in der Lage ist, Unterricht zu machen? Oder lernen wir da immer noch so wie Kreidezeit? Also ich glaube, viele wollen das schon. Und aber Kind ist auch beigebracht, wie es geht? Ja, auch teilweise das. Die Frage ist dann, welche Realität sie sozusagen in den Schulen erfahren, wenn sie einmal da sind. Mhm. Und dann ist es so, dass in den letzten Jahren ja wahnsinnige Umbrüche passiert sind, weil Brandenburg, wie auch in anderen Ländern, über viele Jahre, über Jahrzehnte nicht eingestellt wurde, sondern Stellen abgebaut worden sind. Und jetzt sozusagen massenweise relativ junge Lehrer
auch viele, die eine sehr unterschiedliche Ausbildung haben, viele Quereinsteiger, ganz schnell in die Schulen kommen und wenige da sind, die anleiten können. Mhm. Und das werden auch immer weniger. Ja, das heißt sozusagen, eine ganze Generation entsteht, die sich so ein bisschen ausprobieren muss. Mhm. Aber das ist ja eben auch eine Chance. Ich wollte sagen, vielleicht hat es also sogar Vorteile. Ja, das hat ja vielleicht auch Vorteile, da ein Stück weit die Augen zu öffnen. Mhm. Da scheint mir, da ist sozusagen nicht die, ich lese immer so die Verlautbarung aus dem Bildungsministerium und was die Bundesbildungsministerin sagt, ist für Schule nicht zuständig, aber äußert sich ja permanent dazu. Die Landesregierung hat jetzt eine Weisung rausgegeben, habe ich in der Zeitung gelesen, also die Brandenburger Landesregierung, was denn sozusagen im Falle eines zweiten Lockdowns und von Schließung von Schulen so Lerninhalte sein könnten, auf die man verzichten könnte. Mhm. Also da sagt man noch nicht mal, guck mal, was die Interessen der Kids sind, guck mal, was bei euch individuell in der Schule gerade am sinnvollsten ist, mhm. was ihr mit den Gegebenheiten aus dem Lehrplan umgesetzt kriegt, und was draus sondern man sagt zentral, das war der Lehrplan und wir empfehlen euch jetzt, das war dann der Aufhänger, Infektionsgeschehen durch Viren aus dem Lehrplan zu streichen, weil das brauchen wir halt jetzt gerade mal nicht. Weil so. Das haben sie schon nebenbei gelernt? Oder? Sexualaufklärung kann auch zu Hause stattfinden, das muss man halt nicht mehr machen. Ja, klar. Ja, das sind so Sachen, also erstens, warum muss das zentral laufen? Mhm. Also wenn ich gut ausgebildete Fachkräfte habe, auf die ich setze, und das sagen ja immer alle, wird ja immer geklatscht und sich gefreut, auf die ich habe, dann muss ich ihnen auch die Möglichkeiten geben, vor Ort solche Sachen selber zu entwickeln, zu gucken, mit den Schülis, wie sie aus den Ferien kommen, was mache ich mit denen jetzt? Wie können wir unter den besonderen Bedingungen jetzt umgehen? Die kommen ja auch alle von einem unterschiedlichen Stand, das sind jetzt keine normalen Sommerferien gewesen. Wie immer. Und das war auch nicht ein normales Schuljahr davor, wie es schon immer gewesen ist. Mhm. Das heißt, die kommen mit anderen Fragen, anderen Bedürfnissen, an die muss ich da als Pädagoge anschließen. Da muss ich ja gucken, sozusagen muss ich auf die Lebenswelt des Kindes auch mal irgendwie reagieren. Und da gibt es vielleicht gerade ganz andere Themen, die wichtiger sind, die vielleicht vor 2-3 Jahren nicht so wirklich im Vordergrund gestanden hätten. Es ist ja auch für alle Familien mit Kindern eine extreme Stresssituation, für manche noch mehr als für andere. Wenn man also in sehr beengten Verhältnissen vielleicht von Kurzarbeit bedroht und dann auch noch im Homeoffice und alle teilen sich das gleiche Gerät arbeiten muss, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es auch für manche Kinder, und da gibt es ja auch noch schlimmere Fälle, wo wir von ganz anderen Bedrohungsszenarien für Kinder reden, eine sehr schwierige Situation ist, wo jetzt zum Beispiel auch die ganzen Hilfesysteme weggebrochen sind. Da gibt es die Beratungsstellen, waren geschlossen, wo Kinder und Jugendliche hingehen konnten. Wenn die Kitas und Schulen zu sind, da, wo die zuerst jemanden haben, der ihnen zuhört oder vielleicht was beobachtet und feststellt, das ist ja auch alles weggebrochen. Hast du da auch spezifisch was mitbekommen, wie sich dieses Feld ausgewirkt hat in Corona-Zeiten? Na, wir haben als Kinder- und Jugendpolitiker der Linken im Bundestag und den Landtagsfraktionen seit Ende März regelmäßig sozusagen Kontakt gehalten, haben auch im April ein Papier veröffentlicht. Uns war immer wichtig, weil die einzige Debatte, wenn in der Phase des ersten Lockdowns über Kinder und Jugendliche geredet wurde, dann war es immer ausschließlich Kinderschutz. Unser Ansatz war eigentlich zu sagen, wir müssen nicht nur über Kinderschutz reden, sondern über die Rechte von Kindern reden. Das ist das Recht auf Spiel, das ist das Recht auf Bildung. Die Schulschließungen, die waren ein eklatanter Eingriff in das Recht auf Bildung, ja? Ohne dass man eine Ahnung hatte, wie das weitergehen soll. Pandemiepläne für Schulen, die hat es gar nicht gegeben. So, beziehungsweise es gab die Pandemiepläne in den Ländern, da stand halt drin, die gibt es in der Regel nur für die Influenza, also für die Grippe, bei Ausbrüchen Kitas und Schulen schließen. So, da steht, das ist, mehr gibt es da halt nicht. Was du dann machst. Genau, und dann guckt halt irgendwie so, ne? Aber neben der Frage, sozusagen, dass Kinder auch noch sozusagen Rechte haben, dass sie das Recht darauf haben, gefördert zu werden, und wir in Deutschland eine einzigartige Kinder- und Jugendhilfelandschaft haben, die sozusagen um Familien herum Hilfesysteme aufgebaut hat. Das war ja alles weg. Ja, es ging nicht nur um Kinderschutz, sondern es ging darum, dass auch alles, was sozusagen an Hilfen für Familien zur Verfügung steht, damit Kinder ein gutes Aufwachsen haben, das ist weg gewesen von heute auf morgen. In einer Situation, die besondere Stress... Genau, die in die Familien besonders Druck gebracht hat. Wo man eigentlich der Bedarf höher war als je zuvor, und da gab es dann besonders wenig Angebote. Genau. Ja, ich möchte auch nicht wissen, was das nicht nur kurz-, sondern auch langfristig vielleicht noch für Schäden angerichtet hat. Und da muss man, also wir wissen ja noch nicht, ob jetzt eine zweite, schlimmere Welle vielleicht noch kommt, sich bestimmte Dinge wiederholen, wie man denn am besten verhindern kann, dass genau das nicht nochmal passiert, weil das kann man Kindern echt nicht antun. Ich hatte das Gefühl, die Wiedereröffnung von Möbelhäusern war irgendwie in der politischen Hierarchie höher gehängt als das, was du gerade gesagt hast, nämlich das Recht von Kindern, wieder zur Schule gehen zu können, zu lernen, zu interagieren mit Freundinnen und Freunden. Das ist doch für die, nicht nur für die intellektuelle Entwicklung, sondern auch für die seelische Gesundheit von Kindern total wichtig. Ja. Also ich habe da wirklich Sorge, dass das
beim zweiten Mal auch nicht besser wird als jetzt. Und denke, da muss man kreativer werden und kann nicht einfach sagen, Jugendhilfe geht jetzt nicht mehr zu Kindern und Kinder dürfen nicht mehr zu Jugendhilfe. Man muss da Mittel und Wege finden, wie es halt trotzdem geht. Und wenn es von mir aus mit Mundschutz ist, das ist dann auch nicht so schön, weil man sich nicht richtig angucken kann. Aber besser als nichts. Also es muss da Wege geben. Ja, das Sinnbild dieser ersten Wochen waren ja die abgesperrten Spielplätze. Da konnte kein Mensch erklären, warum man diese Spielplätze einfach abgeschlossen hat. Das macht ja gar keinen Sinn. So, also überall ging mit Abstandsregeln was. Spielplätze, die wurden einfach zugemacht. So, aus Sicherheitsgründen. Als ob es da nicht andere Lösungen gegeben hätte. Da hat man aber keine Sekunde drauf verwendet. Und ich dachte noch, als sozusagen als im Mai die Infektionszahlen sich sozusagen abgeschwächt haben und nach wieder Dinge ermöglicht worden sind, da dachte ich, naja, wenn das ein zweites Mal passiert, hat man gelernt. Und dann gab es im Juni diesen Ausbruch bei Tönnies. Und hat man ganze Landkreis zugemacht. So, und das Erste, was man gemacht hat, das Erste, bevor der regionale Lockdown für Gütersloh Land verhängt wurde, das Erste, was gemacht wurde, als in Tönnies, da waren ungefähr 1000 Infektionen bekannt, dass der Landkreis die Schulen und Kitas hat schließen lassen. Und da hatten die doch gerade erst eine Woche vorher aufgemacht, oder? Ja, die hatten gerade aufgemacht, die wurden wieder in den Notbetrieb geschickt, also faktisch geschlossen. Aber bei Tönnies durfte weiter gearbeitet werden. Also dasselbe Gesundheitsamt, was dort sozusagen Schulen und Kitas hat zumachen lassen, dasselbe Gesundheitsamt hat gesagt, naja, der hat halt in seinen Kühlhallen noch irgendwie tausende Schweinehälften hängen, die müssen halt noch verarbeitet werden. Dann kriegt ihr dann Sondergenehmigung, dann durfte ihr dann noch 3 Tage lang Schweine schlachten. So, während die Kitas und die Schulen wieder zu waren. Und in dem Moment habe ich gedacht, dass wenn wir sowas wie eine zweite Welle, wie einen zweiten Lockdown, es läuft genauso wieder. Es läuft genauso wieder, es wird wieder sozusagen auf denen, die sich am wenigsten wehren können, die müssen es dann am Ende ausbaden. Und das sind so viele Dinge, die sozusagen so unbedacht waren. Als die Grundschulen geschlossen worden sind, hieß das auch, dass die Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket, sage ich gleich zu, was das ist, dass die Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket im Wesentlichen nicht mehr abrufbar waren. Das Bildungs- und Teilhabepaket hat sich eine schwarz-gelbe Bundesregierung, damals unter Ursula von der Leyen als Sozialministerin, zusammen mit den Sozialdemokraten überlegt, als die Regelbedarfssätze für Kinder, also die Hartz-IV-Regelsätze für Kinder, vom Bundesverfassungsgericht als verfassungswidrig niedrig zu sagen, kassiert worden sind. Das war 2011, vor fast 10 Jahren, hat Karlsruhe gesagt, Hartz IV für Kinder ist viel zu niedrig, er deckt das Existenzminimum nicht ab. Mhm. Und dann hat man nicht gesagt, wir geben den Familien mehr Geld und berechnen das Existenzminimum mal vernünftig oder versuchen es zumindest, sondern hat damals gesagt, die Familien kriegen weiter nur ganz wenig Geld für ihre Kinder, aber wir machen so ein Bildungs- und Teilhabepaket, da können sie Geld für ein Mittagessen in der Schule beantragen und für Nachhilfe und so, und das aber wahnsinnig restriktiv, mit immer sehr engen Antragsfristen, mit viel Aufwand, sehr bürokratisch und ganz schlechten Nutzungszahlen. Ich glaube, die liegen bei 35%. Also beim Mittagessen. Beim Mittagessen, das ist mit am höchsten, Mittagessen und Schülerbeförderung, das sind so um 30% der Anspruchsberechtigten, die das in Anspruch nehmen. Bei der Schülernachhilfe oder bei Vereinsmitgliedschaften ist es oft im einstelligen Prozentbereich. Also ganz, ganz schlecht, riesenaufwendig. So, und das Erste, was natürlich mit weg war, waren die BOT-Leistungen, das Mittagessen. Weil die Schule zu war, gab es kein Mittagessen mehr. Und ich kriegte, das war noch im März, eine Woche nach den Schulschließungen, rief mich ein Sozialarbeiter von einer Potsdamer Oberschule an und sagte, den ich kenne, und sagte, ey, wir haben hier ein Problem, bei mir melden sich Schüler, die haben Hunger. Weil ich meine, 3 Kinder zu Hause, 3-mal Mittagessen sozusagen weg, das muss ich selber machen. Im Regelsatz ist das gar nicht abgebildet. So, war ja auch nicht die wussten zur Mitte des Monats, die wussten gar nicht, wie sie Essen kaufen sollen. Mhm. Haben sich Kinder gemeldet und gesagt, die haben hier Hunger. Ja? Schulen sind nicht nur Bildungsorte, das sind auch Lebensorte. Schulzeit ist heute eben nicht nur irgendwie von 8 bis 12, sondern häufig von 8 bis 16 Uhr. Die sind den ganzen Tag da. Da findet ein Großteil auch von gesellschaftlichem Austausch statt. Das kann ich nicht alles von heute auf morgen wegnehmen. Das ist doch für sehr viele Kinder auch der einzige Ort gewesen, wo sie am Tag eine warme Mahlzeit gekriegt haben. Wir sind zwar viertreichstes Land, aber mit Kinderarmut haben wir trotzdem ein großes Problem und keine wirklichen politischen Maßnahmen, die da endlich mal hart gegen vorgehen. Ne? Und nach drei Monaten Debatten hat dann dort das Bildungs- und Teilhabepaket liegt ja im Bundesministerium Arbeit und Soziales, also bei Hubertus Heil, haben sich die Sozialdemokraten dann eine Lösung überlegt, nämlich es werden Catering-Service eingerichtet, die das Essen zu den Kindern nach Hause fahren. Ja, das also nicht, wir geben den, ja, nicht wir geben den Familien jetzt diese irgendwie paar Euro im Monat mehr, dass sie das selber können, sondern nein, also das ist auch völlig irre in der Vorstellung. Wir bezahlen niemanden dafür, dass ein vorgekochtes Essen jetzt zu dieser Familie nach Hause fährt. Ich habe sogar einen Fernsehbeitrag gesehen, war nicht aus Brandenburg, war ein anderes Bundesland.
Da haben die nur die Zubereitungszutaten in der Papptüte nach Hause geschickt. Und dazu gab es dann irgendwie ein Rezept, was man daraus kochen soll. Und da waren da wirklich zur Hälfte durchgeschnittene Möhren und sowas drin. Diese Tüte war eine Verhöhnung. Also sie war wirklich eine, so eine absurde, würdelose Beleidigung von Kindern und Eltern mit einfach weniger Geld. Das geht gar nicht. Aber bloß nicht diese paar Euro am Tag, die es ja nur sind, einfach mal den Leuten in die Hand geben. Lieber so einen riesen Overhead kreieren und dann durchgeschnittene Mohrrüben. Ja, das ist jetzt mir als Ende eigentlich zu deprimierend. Ich würde trotzdem langsam in unserem Gespräch zum Schluss kommen. Wir müssen jetzt aber irgendwie noch einen positiven Aufhänger finden. Vielleicht schlage ich mal einen Bogen nochmal zurück zum Thema Digitalisierung. Wir haben ja gehört, 150 Euro für einen Laptop reichen einfach nicht, da kriegt man nichts. Ich glaube schon, dass diese Art von Endgeräten, Tablet oder Laptop, spätestens ab Ende oder in der höheren Grundschule, bei uns geht die ja bis einschließlich 6. Klasse, wirklich wichtig sind und man das braucht. Digitale Bildung kann man aber auch mit viel preiswerteren Geräten und auch schon viel früher machen. Zum Beispiel mit so einem Einplatinen-Mikrocontroller oder Minicomputer, kann man auch nennen, dieser hier heißt Calliope, wo man wirklich für Drittklässler schon großartige Sachen machen kann, genau interdisziplinär, wie du vorhin erwähnt hast. Man kann also Metronomen für Musik machen, in Sport kann man Geschwindigkeitszähler machen, man kann Kompass für Geografie daraus bauen, man kann in Physik ferngesteuerte Autos damit anfahren, man kann Smart City-Projekte bauen, haben wir alles im Verstehbahnhof schon gemacht und funktioniert tatsächlich auch schon ab 3. Klasse. Mädchen lieben es genauso wie Jungs. Also ich verstehe halt nicht, warum man nicht einfach mal niedrigschwellig anfangen kann. Das Ding kostet, weiß ich, 35 Euro oder so. Das könnte man ja auch mal machen in Schulen und muss nicht immer nur die riesigen, teuren Smartboards und dann kommt irgendwie digitale Bildung, weil in der Regel passiert das nicht. Man kann die schlecht bedienen, es gibt keine richtigen Inhalte. Und wenn dafür, sie kaputt sind, kann sie niemand warten. Dann kann sie niemand warten. Es gibt ja auch keinen IT-Admin, hatten wir auch schon. Aber dafür gibt es massenhaft freie Bildungsinhalte, sogenannte Open Educational Resources unter calliope.cc, Calliope auch mit C geschrieben, kann man sich das sortiert nach Unterrichtsfach, nach 15 Minuten, 45 Minuten, Halbtag, nach Alters- oder Klassenstufe sortiert, kann man sich diese freien Materialien einfach runterladen, im Unterricht benutzen, zu Hause benutzen. Ich wünschte mir solche guten Beispiele, ich halte es auch mal gerade in die Kamera, würde man ein bisschen mehr benutzen, weil das ist mal wirklich gute Bildung für die neue Zeit. Und man kann auch viele Dinge für draußen bauen. Zum Beispiel weiß ich von einer Schule, ich meine, es war in Rathenow, die haben 2 oder 3 Weinstöcke in ihrem Schulgarten und da haben sie eine kleine Wetterstation mit dem Calliope gebaut, der immer die Luftfeuchte und die Temperatur misst und eine kleine Warnung auf das Schulhandy der Klasse schickt und Bescheid sagt, wenn erhöhte Pilzgefahr für die Blätter des Weinstocks gegeben ist. Also das finde ich ganz coole Geschichten. Ist vielleicht ein netterer Abschluss zum Thema digitale Bildung als die Depri-Themen, die wir vorher hatten. Willst du noch ein letztes Wort sagen? Irgendwas? Ach, das war eigentlich ein ganz guter Schluss. Ich glaube, es gibt viel, was man machen kann, wenn man sozusagen es will. Und im Bildungssystem wäre der erste Anfang, dass man den Sprung vom 19. ins 21. Jahrhundert macht. Und ja, zwar nicht nur toll, mit sozusagen den digitalen Möglichkeiten, sondern auch mit dem, was uns Reformschule, was wir aus anderen Ländern seit über 100 Jahren sozusagen vor der Nase haben, zum Teil in Deutschland selber sehen und wo wir nicht in der Lage sind, sozusagen unseren Bildungsbegriff ein bisschen zu erweitern und weg von den sozusagen Anforderungen der Bildungsbürokratie mehr auf die Interessen der Kinder umzulenken, weil das ist eigentlich das Entscheidende. Die wollen ja alle lernen. Ja. Die kommen ja an die Schule. Wir haben jetzt wieder Einschulung nächste Woche in Brandenburg. Die wollen alle lernen, die sind alle lernbegeistert. Und mir blutet jedes Mal das Herz, dass man diesen Kindern zum Teil schon in der 2., 3. Klasse jede Freude von Schule ausgetrieben hat. Das muss nicht sein. Ich finde, das ist auch eine Fehlentwicklung, sondern eigentlich muss das Ziel sein, dass die weiter gerne zur Schule gehen. Und ich glaube, das ist machbar. Das ist kein Teufelszeug und das ist auch nicht so viel verlangt, dass ein Kind sozusagen Freude am Unterricht haben soll. Das soll nichts sein, was schwer ist oder eine Strafe ist oder sozusagen wie eine Börde, die man mit sich rumträgt. Montag ist wieder Schule, wie schrecklich. Es gibt ja 1 Million so Dystopien und Erzählungen darüber, wo Schule immer negativ konnotiert ist, sondern Bildung muss eigentlich was sein. Ja, weil man lebenslanges Lernen interpretiert mit lebenslangem Gefängnis, weil man das negativ verbindet, ja. Dabei kann das Lernen auch lebenslang ja eigentlich was Tolles sein. Schulen und Gefängnisse haben ja auch einige Gemeinsamkeiten. Es sind beides Zwangsanstalten, denen man sich nicht entziehen kann. Aber ich finde, genau da muss der Bildungsbegriff eigentlich ein anderer werden. Und da hat jetzt die Zeit, in der wir gerade leben, vielleicht öffnen sie die Tür dafür aus der Not heraus, dass sich Dinge zum Positiven verändern. Das kann dann unser Job sein, da ein bisschen mehr zu drängen.
Also das war ein tolles Schlusswort. Ich hoffe, dass wir tatsächlich positive Dinge lernen, dass wir vielleicht doch auch ein bisschen konstruktiver auf andere Länder gucken. Wir sind übrigens mit einer Parlamentarierdelegation letztes Jahr nach Uruguay gefahren, wo seit 15 Jahren eine linke Regierung an der Macht ist und seit 2005 nicht nur Lehrer interdisziplinär in digitalen Dingen ausbildet, sondern seit 2005 jedes Kind zur Einschulung einen Laptop kriegt. Und die dadurch, dass ein Laptop so in jeden Haushalt gekommen ist, auch in die allerärmsten, die gleichzeitig die Eltern quasi mitgenommen haben, die haben dann indirekt auf einmal auch gelernt, wie man Informationen im Internet findet, preiswerter Dinge einkaufen kann, wie man sich weiterbilden kann im Internet, haben aber auch für ein vernünftiges Internet gesorgt. Also von Uruguay kann man ordentlich was lernen. Ich hoffe, wir machen uns dieses chinesische Sprichwort, never waste a crisis, ja, oder aus Krisen kann man lernen. Nehmen wir uns alle zu Herzen. Viele unserer Forderungen sind aktueller denn je, gerade wenn es darum geht, Bildungsgerechtigkeit herzustellen und gemeinwohlorientiert Digitalisierung zu denken und nicht bloß in Technik und in Geräten und in Wirtschaftszukunftsfähigkeit, weil das ist es eben nicht. Gesellschaft ist viel, viel mehr. Vielen Dank, Norbert, dafür, dass du da warst. Vielen Dank fürs Zuhören bis jetzt. Und wenn ihr das gerne gehört habt, lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal, besucht auch die Kanäle, Social Media Kanäle, die Website von Norbert Müller. Da findet ihr ganz viel zu Kinder- und Jugendpolitischen Themen. Alles das, was wir heute auch nicht ansprechen konnten, kann ich euch nur sehr empfehlen. Kommt gut durch den Sommer. Und bleibt gesund.